Bruder. Vielleicht werde ich jetzt Millionärin. Oh, wir sind wieder am Eskalieren. Genau wie mein Hintergrundbild habe ich neue geholt. Guckt euch, wie geil. So, wir haben schon Montag. Krass, Leute, ich muss bis 12 Uhr was abgeben. Aber gar keinen Bock. Aber wir sind schlau, Leute. JT Family hat was im Köpfchen. Also hier, lernen, ja? Da drüben ist Horner. Ah, jetzt. Die liest Harry Potter. Leute, die nimmt das Ganze zu ernst, ja? Ich dachte, ich hole dir das Buch. Ich so, okay, tamam und so. Die nächsten Bücher werden so 50 Euro gefühlt kosten, Junge. J.K. Rowling, wir machen die noch reicher, als sie überhaupt schon ist, ja? Ich hab mir so, die wird das Buch eh nicht lesen. So ein paar Seiten, hört sie auf. Sag bitte, bei welcher Seite du bist. Ich bin auf Seite 264. Ich habe weniger als 70 Seiten noch vor mir, da bin ich fertig. Und ist die behindert? Und ey, Leute, es catcht einfach. Ich höre, ich empfehle es jedem. Und Horner postet es permanent in ihrer Insta-Story. Da gibt es noch so Idioten, die das Brauch kaufen. Wieso ist das nicht dein Ernst? Leute haben Six wegen dir gekauft. Ich freue mich so, oh mein Gott, einfach eine Lesemaus der Familie. Aber fetter Schmopster geht raus an jeden, der es nachgekauft hat. Ich finde das so krass. Süß. Wir lesen einfach zusammen. Oh. Ja, Mann, ich habe mich richtig gefreut. Ich dachte mir so, oh, wie geil, weil die werden es nicht bereuen. Das Buch ist wirklich geil, ne? Ich habe es nicht mal gelesen, aber der Film war geil. So. Ich hoffe, wenn ich fertig bin. Ja, ich habe wegen Horner habe ich mir zwei Bücher bestellt. Vielleicht kommen die noch in dem Vlog. Ich glaub, das wäre zu geil. Für die Welt einfach. Oh, da verändert die Welt mit diesem Buch, Digga. Guten Morgen, meine Demeters. Du, die ist ein bisschen gereizt, sie ist ein bisschen spät. Das ist gerade nicht so. Das ist gerade nicht so. Doch. Wir haben 10 nach und mein Bruder sollte 10 nach da sein. Also ob das unser Fehler ist? Man munkelt. Ihr sagt trotzdem, es ist sein Fehler. Wenn ich euch sage, wir sind immer zu spät, dann meine ich das so. Wir haben 10.11 Uhr und wir haben jetzt eine Müllabfuhr vor uns. Ich bin extra sogar die Abkürzung gefahren. Die Bries kennen leider auch die Abkürzung. Boah, Bruder, wir wären jetzt schon längst da. Komm, komm, komm. Das Ding ist halt, ich will es auch nicht meckern, weil die machen halt harte Arbeit und so. Ja, die machen halt ihren Job, deswegen wollen wir jetzt nicht gemein sein. Ja. Aber sobald sich die Möglichkeit ergeben sollte, biegen wir direkt rechts ab. Wir fahren einfach langsamer wegen diesem wunderschönen Blitzer. Tutti hat sogar Tempomat angemacht. Der ist einfach nicht mehr da, hä? Einfach unser kleiner Bruder, da hatte recht. Der ist ab und zu mal da. Ciao, viel Spaß. Oh, seine Flasche ist rausgefallen. Scheiße, der Arme, der hat keinen guten Start. Problem, Bruder. Da geht's doch nicht. Vor allem in dem ganzen Stress. Die flippt voll aus, weil mich juckt es ja nicht. Weil im Endeffekt, der ist jetzt in der Schule, scheiß drauf. Ich nehme so die Kamera, ich nehme so mein Buch. Diese. Warum nimmst du jetzt dein Buch mit? Ich so, für die Fahrt. Nein, hallo. Horner, geht schnell gucken, ob mein Buch ankommt. Schnell, schnell. Boah, ich muss so wieder eine Nasenspülung machen. Deine Bücher sind angekommen. Beide? Ja. Oh, Leute. Ich werde ab sofort der erfolgreichste Mensch aus der Hood. Und ihr wollt das Buch die ganze Zeit unbedingt lesen. Ja, Mann. Vielleicht werde ich jetzt Millionärin. Ja, und hier versuche ich irgendwie so den Sinn des Lebens herauszufinden. The Secret. Ja. Tutti, steh auf, komm. Gib mir noch 5 Minuten. Ich mach dann so lang Frühstück. Breakfast ist dann. Oh, Beeren. Achso, Eier. Krass. Beeren. Hab ich nur für sie gemacht. Ich mag die gar nicht. Ich mag nur die hier und von denen gibt es nur 2. Menschen Deutschland, wenn einmal die Sonne scheint. Ey, wir sitzen hier seit 5 Minuten und genießen einfach. Sonne. 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 Man sagt ja, man braucht nur 15 Minuten am Tag Sonne, dann hat man den Vitaminspeicher voll, ne? Meinst du? Ja. Sag mir dann voll, oha. Ich bin nur 10 Minuten drin, aber ich bin 85%. Outfit, check. Ey, Honda, hinter dir einfach größte Ghetto gerade. Wir haben gerade unser Auto gepackt, Leute, weil jetzt geht's in die Stadt. Ich habe so eine einfache Tasche. So, die Sneaker von, konnt ihr in meiner Story sehen, wenn ihr mir nicht auf Insta folgt, selber schon. T-Shirt. Ey, Honda, komm mal, ich komme gerade nicht drauf klar, Leute, die sieht so geil aus. Tutti ist so süß heute angezogen, das ist voll anders. Zack. Okay, Hintergrund ist wirklich scheiße gerade. Ja. Auf jeden Fall tut jetzt so ein basic schwarzes Oberteil mit so einem schwarzen Rock und einfach
Overknees? Ich will die ganze Zeit Overknees, Tutti hat welche, ich nicht. Und die Jacke. Aus, also du siehst richtig fresh aus. Guck mal hier, Leute. Ich bin Jogginghose raus. So war mein früherer Style, Leute, aber jetzt bin ich back. Guck mal, zeig mir jetzt deine Haare. Jetzt sieht man die Haarfarbe richtig gut. Oh, ja. Hab doch gesagt, im Sonnenlicht sieht man den Unterschied. Leute, wir waren gerade beim Zara, haben was zurückgegeben. Und das hat so eine Kassiererin, ich mag die voll. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie ist voll nett. Ich rede immer so übers Leben, so mit der. Und dann so, ja. Du redest so viel mit Menschen, du bist so gesprächig. Ja, guck mal, ich bin so. Die gucken dann nicht die ganze Zeit so. Ja. Aber ich will einfach nur. Honna will immer so gar nicht reden, so mit den Fingern. Ich will kaufen. Warte, nein. So, also, wir stehen jetzt vor. Hugendubel. Hugendubel, Leute, ich hole den zweiten Teil von Harry Potter. Machen wir das jetzt wirklich schon, aber wenn es eine Sucht wird, gell? Ja, ey, Leute, ich hab den ersten Teil, Leute, in weniger als. Kannst du mich filmen, wenn ich rede? Ganz kurz, ich hab die Scheiße mal auch gemacht. Ich hab den ersten Teil weniger als eine Woche gelesen und damit habe ich es eben bewiesen und so, weil alle dachten so, ja, wenn ich nicht alles direkt lese, dann denken die so, warum sollten wir den nochmal wiederholen? Und jetzt habe ich bemerkt, dass der vierte und fünfte Teil der spannendste so 30 Euro oder so kostet und das investieren wir. Du kriegst alles auf der Welt, okay? Bis 30 Euro. Oh, guck mal, Kamera des Schreckens. Guck mal, Leute, das hat sie ja letztes Mal gehabt. Und ich hol jetzt das. Ich freu mich. Grün sogar. Guck mal, das Slytherin. Oh mein Gott, ich freue mich so. Sich glücklich auch? Es geht. Ich bin glücklich. Okay, mach jetzt kein Drama draus, dass du den zweiten Teil holst, okay? Das ist nichts Besonderes. Du bist kein Lesener. Jetzt geht's gut. Mir geht's gut. Alles gut. Tutti räumt kurz ihre ganze Identität aus. Oh Leute, ich habe alles in der Tasche. Salz. Pfeffer. Stellt euch mal vor, wir wären im Strohhalm. Wir gehen jetzt da rein, Leute. Weil momentan ist überall Sale und ich Tutti rasten aus. Sale und wir sind so. So eng. Jetzt kommt's. Aber Clown und wir. Glaubt ihr mir, wir waren gerade eine Sekunde drin. Wir gehen rein, überall steht 20%. Auf den Schuhen ist ein extra Sticker, da steht 20%. Und die geht hin und sagt, also 20%? Die Frau sagt, ja, Tati, so, aber nicht 30, ne? Sagt die, nee, nicht 30. Sagt Tati, war nur ein Scherz, gell? Und ich so, macht so, ja, das bleibt bei den 20%. Ich so, Junge, was war da dann? Guck mal, da war, für eine Sekunde war kurz so richtige Stille, Todstille, keiner hat gelacht, gell? Aber das hat irgendwie wie 5 Minuten. Ich stehe so, aber Tati so, Huna, guck mal, was für schöne Schuhe. Ich so, nein, wir gehen. Ich bin direkt rausgegangen. Unser Paket ist angekommen, Freunde. Oh, Hona. Die sind so schön. Schau, wie schön die sind. I love it. Oh mein Gott. Der ist hinten genauso komisch. Ist das nicht dein Ernst? Warte mal, hier. Guck mal, wie eingedrückt. Mach mal deine Hand hier rein. Hier ist sowas eingedrückt. Hä? Willst du das? Ja. Ey, aber dieser Knick nervt mich jetzt. Vielleicht machst du es selbst wieder gerade, indem du läufst. Nein, ich mach's nur schlimmer. Ich tritt ja drauf. Ich zieh mal kurz den anderen an. Ey, Walla, wollen die mich gerade verarschen? Ich habe so lange auf den gewartet. 3 Tage. Ja, das ist so lange. Hä? Was ist los? Was ist los? Guck mal da, wie locker. Guck mal da, wie eng das ist. Guck mal da, wie locker. Ach, Honna, es muss nur gut aussehen. Hier geht's nicht um Bequemlichkeit, ja? Das sind keine Hausschuhe. Natürlich, irgendwie bin ich gerade traurig. Dieser hat so einen Knick, der ist irgendwie voll eng. Ja, nicht unbezahlt. Wir geben sie zurück. Nein, behalt sie einfach. Nein, das geht nicht. Junge, dann trainier den linken Fuß besser. Ich habe wirklich mit rechts mehr, um es zugeben. So, ich habe keine Zeit mehr. Unser Parkschein läuft leider aus. Nimm sie nicht. Ich will nichts. Here we go again. Erstes Kapitel, Bitches. Wir haben extra das Radio rausgemacht, Hona. Gib ihm. Ich habe eigentlich so Durst, Leute, mein Rachen ist trocken. Sollen wir zu Burger King? Wollen wir zu Burger King? Ein veganer Burger. Wir wissen ja, dass er schmeckt. Im Logusta-Weg Nummer 4 war mal wieder bereits beim Frühstückstreit ausgebrochen. Hört ihr noch zu? Wo wollt ihr? Ich bin nicht fertig. Schon das dritte Mal diese Woche polterte er über den Tisch hinweg. Oh. Wenn du diese Eule nicht in den Griff kriegst, ich fick dich! Fick sie raus! Harry versuchte übrigens nicht zum ersten Mal die Sache zu klären. Ey, Kitty war da. Mein Genick ist gebrochen. Ich weiß doch gar nicht, was passiert, wenn du die Säule rausmachst. Soll ich mal ein bisschen Synchronstimme? Nein, du liest normal und ich mache die Soundeffekte. Okay. Oha, Soundeffekte hast du jetzt gerade dazu. Das Krankenwagen. Rettungsgasse bilden! Er wechselte finstere Blicke mit seiner Gattin Petunia. Finstere Blicke. Harry wollte widersprechen, doch seine Worte gingen in einem langgezogenen, lauten Rübsen unter.
Habt ihr ihn gesehen, Honna war ein bisschen schlecht gelaunt. Wegen diesen scheiß Boots, Junge. Ich war nicht schlecht gelaunt. Oh, ihr habt's gesehen. Nein. Ein Like nach oben, wenn Honna schlecht gelaunt war. So, ich fahre jetzt gerade zum Burger King, damit wir den Burger holen. Ich war nicht schlecht gelaunt, ja. Aber ich habe mich verarscht gefühlt. Was soll der Scheiß? Ja, ich war. Einfach ganz Deutschland war in diesen Boots drin, ne? Ich schwöre. Und dann haben die so. So haben die geknickt und gesagt, verschickt der alle. By the way, wie say? Ich habe ja wieder meinen Achter und Tutti auch und unser Akku geht so schnell leer, Leute. Ich habe voll davon. In 2 Minuten haben wir 10% verloren. Ja, schaut mal, ich habe noch 1%. Man sieht das nicht. Das ist so ein Abfuck, ne? Und Tutti und ich haben uns ja schon so lange neue Handys gewünscht. Maybe kommt heute der Traum in Erfüllung. Auf jeden Fall, wir sind gerade auf dem Weg dann gleich zu Mediamarkt, Leute. Und wir haben jetzt einfach uns dazu entschieden, dass Hannah ein neues Handy bekommt, ja. Aber iPhone 8 oder so. Ich freue mich eigentlich richtig für Tutti. Tutti, hol mir das neueste Handy. Ja, das allerneueste. Leute. Ich gönn's Tutti so sehr, weil Tutti hatte das 8er länger als ich und ich hatte schon ein neues Handy bekommen und Tutti hatte immer noch das 8er. Warte, und das ist voll unfair. Ich will nur das iPhone 13 haben, wirklich nur wegen der Qualität bei der Kamera. Deswegen gehe ich jetzt dorthin und klaue das iPhone 13. Ich leck ab, Tutti greift zu. Hey, Junge, wie lange noch? Ich hab Hunger! Was ist die scheiß Overdies, Leute? Diese Overdies und Tutti sind so dumm. Einfach, das sind Sneaker eigentlich. Guck mal, jetzt andere. Der macht nicht mal Ton. Warum soll er auch Ton machen? Was, bist du ein kleines Kind oder was? Nein, mach einfach an. Nimm da eine Locke, ist am besten. Nein. Ach, du bist so blöd, Alter, komm. Ja, da kann ich spiegeln. Okay, will ich hier irgendwas falsch machen? Ach, Tutti, mach doch richtig. Siehst du? Er hat schon was gemacht. Mozart, Alter. Du machst zu hoch. Du musst tiefer ansetzen. Ich sehe doch gerade gar nichts. Du hast dir eine Locke reingemacht mit deinem Kleid. Guck mal, wir zeigen einfach, wie wir unsere Haare glätten. Wir haben gar nichts erklärt. Wir waren im Mediamarkt und wollten ja uns ein iPhone 13. Die sind im Markt momentan nicht verfügbar, also man kann sie nur bestellen, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, wir bestellen sie einfach. Ja, es ist halt nicht so schlimm. Aber wir wollten uns noch ein Glätteisen kaufen, beziehungsweise Tutti, weil Tutti glättet ihre Haare ja richtig gern. Und sie wird unten die ganze Zeit so ein, wo sie so machen kann. So. Jetzt haben wir einen geholt auf eure Empfehlung von Remington. Tut ihr euch in der Story abstimmen lassen? Genau, Leute, deswegen ist ganz, ganz wichtig, immer auf Insta folgen, weil da könnt ihr an den ganzen Abstimmungen teilnehmen. Alle waren für den. Jetzt haben wir den genommen, ich bin eigentlich zufrieden. We need a scissor. Ich bin so aufgeregt. Junge, guck mal, so, Wala, die nimmt einen Füller. Die liegen da einfach drinne. Ich habe das Gefühl, irgendwie wie Harry Potter, dass hier sowas hochspringt und sagt, sie haben ihre iPhones. Und so. Wir haben eins in schwarz geholt. Ich glaube, das heißt Mitternacht und das heißt Polarstern oder so. Also es ist eigentlich nur weiß und schwarz. Oh, ich liebe das Gefühl. By the way, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, mein Bruder spielt jetzt GTA. So, meins verticke ich jetzt teurer. Das ist meine Farbe, Bro. Zeig, ich will sehen. Das ist meine Farbe. Oh, wir sind sehr zufrieden. Ja. I love that. Folgt mir jetzt auf TikTok, alles in der Infobox und auf Instagram, folgt uns beiden dort, weil jetzt kommt nicht nur geiler Content, High sondern quality. Mit einer besseren Qualität. Content bleibt gleich, ist gleicher Müll. Ich habe so lange darauf gewartet, jetzt bin ich fertig. Zeig mal. Oh mein Gott, die Kamera ist so gut. Geh mal auf dieses Kino. Oh, Kino-Funktion, was geht hier ab? Bruder, das ist geil, Junge.